Und Sie können spielen von Peter und der Wolf, bitte? Kann ich. Ja, mach jetzt, mach mal. Das kommt aber gar nicht vor. Ach so. Hallo, mein Name heute ist Dimitri wieder und ich habe eine interessante Produktion zum Vorstellen für Sie aus dem Schauspielbereich mit Namen Wojciech. Sie kommen bitte, wenn Sie mögen athletisches, sportliches, musikalisches und bombastisch interessantes Monumental IMAX Theater. Sie kommen vorbei, der Schauspielhaus, Inszenierung Uli Rösche. Sehr, sehr berühmt, sehr, sehr gut. Hat auch die Bühne mitgebaut, hat geholfen und sich ausgedacht. Sehr, sehr gut. Und ich habe interessante Leute und die treffen wir jetzt. Fertigung! Hier ist Colin von der Garderobe! Jetzt, ich habe den Justus Falco am Schauspieler. Ist ein Gast. Ich bin Teil des Chors. Ja, wichtig, wichtige Verantwortung, glaube ich. Sehr wichtige Verantwortung. Mhm. Und ich spiele einen Handwerksburschen und einen Ausrufer. Genau. Das kann alles in die Vita, glaube ich, geschrieben werden. Ja, absolut. Ja. Alles klar, kommt alles rein. Macht Spaß, ich glaube. Ja, super. Ja. Ist klasse. Ist auch anstrengend, ne? Ich sehe, ja, Sie schwitzen, sind haben im Dreck auch. Ja, seit 3 Tagen nicht geduscht, weil wir immer proben müssen. Ja, naja. Genau, das kommt halt eben dazu. Schwerer Job, ja. Ja, definitiv. Der Wojciech ist natürlich wieder Nicola Mastert. Nicola. Und ich finde, sehr gute Entscheidung, weil hat ein bisschen letzte Spielzeit, ja, wie Sie wissen, finde ich, hat endlich mal große Rolle verdient. Finde ich, der Nicola hat er gut gemacht, ja. Der Uli Rösche ist der Erzähler von dem kleinen Abend. Wir können sagen, was ist Besondere, bitte, was der immer macht? Die Leute laufen. Ja, immer laufen. Ja, alle gehen. Ständig. Ja. Wojciech, da geht was. Wie Sie finden, der Schauspieler von der Theater war so sehr gut. Die Schauspieler alle super. Deswegen mache ich deshalb mache ich bei dieser Produktion mit. Ja, freiwillig. Gezwungen. Gezwungen und frei. Wie Sie bereiten sich vor? Lesen Bücher, gucken Filme. Wie ist das? Wie entsteht das bitte? Sie können sagen. Beides, ja. Bücher, Filme. Hörbücher auch? Hörbücher auch. Hörbücher. Ach, alles Mögliche. Ich lerne den Text. Mhm. Das ist ganz wichtig. Ja. Der muss richtig sitzen, der Text. Na klar. Ja. Und Bücher? Über Büchner. Ja. Wie geht das Stück los, bitte? 3, 4. Tony ist nicht der Chef von der Chor. Liebe Leute, gibt der Chor für Sprechen, ja? Nicht singen, sondern sprechen. Wie? Ich kann mir das vorstellen, bitte. Na, wenn wir jetzt zusammen was sprechen. Gleichzeitig? Gleichzeitig. Ja. Ja. Das hat ja schon oft jemand gemacht im Theater. Mhm. Wieso ist besonders bei der Uli, bitte? Das ist einfach, das ist eine Möglichkeit, Text zu behandeln. Mhm. Und dann haben wir die gewählt. Ja. Also wir hätten ja auch was anderes machen können. Mhm. Das war der Lukas und ein kleines Fagott. Und Sie kommen bitte dann gucken, ihn bestaunen, wenn es heißt Fit im Schritt mit Uli Rösche. Ich habe ein Hemdlein an, das ist nicht mein. Meine Seele stinkt nach Brandewein.